als halt gut Nachmittag. Meiner ist auf jeden Fall gut. Volles Tüten schon. Kommt jetzt alles schön in die Dose rein, ne? In meine Indianerdose. Ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle mal ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Hab noch, hab vor drei, vier Tagen fing das an, halt mit leichten Fieber, Kopfschmerzen, Schnupfen, Husten. Und hab auch die letzten Tage gut abgehustet, aber vom Übelsten, ja. Aber so einen starken Reizhusten gehabt, kennst du? Wenn du die ganze Zeit am Husten bist und du gezwungen halt, weißt du? Boah, übelst, Abschluss gehabt, ja. Ja, aber hat sich schnell wieder zurückentwickelt, so. Ich hab Bronchialtee getrunken und so und Ibuprofen genommen, ja. Und, ja, es ist noch ein bisschen, ist noch da. Ein bisschen bin ich noch krank. Habe aber auch von gestern auf heute durchgemacht, ne? Und ja. Ja, konnte sich der Körper natürlich nicht erholen. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, Psychiatrie-Erfahrung. Ja, also ich habe das erste Mal, weil ich in der Psychiatrie, da war ich 21, das war 2002, 2003. So in dem Wechsel rum, so November, Dezember, Januar, irgendwie so in dem Dreh, habe ich halt meine erste Entgiftung gemacht, von Heroin und Kokain. Ich war 4 Monate lang auf Heroin und Kokain gewesen, jeden Tag halt gespritzt und geraucht. Und ja, nach 4 Monaten habe ich dann halt den Schluss gefasst, halt in die Entgiftung zu gehen. Meine Freundin hat mitgenommen. Danach hat ich mich bei der Bundeswehr gemeldet gehabt, wollte halt arbeiten und so weiter. Und hat aber nicht geklappt, leider. Auf jeden Fall, ja, es gibt aber verschiedene Abteilungen in der Psychiatrie. Also in Düsseldorf jedenfalls die LVR. Und die haben da halt riesen, viele Gebäude, Riesenfläche, Riesenkrankenhaus ist das. Da sind mehrere Häuser, also locker 20 Häuser ungefähr, mindestens, wenn nicht sogar 30 Häuser. So Blöcke halt, weißt du, 4-5 Etagen hoch an. Und ja, halt auch Krankenhaus-Style quasi so ein bisschen halt, aber auch ein bisschen Wohnzimmer-Style eingerichtet, so in manchen Stationen, halt ein bisschen wohnlicher, halt mit Teppich und so weiter, in manchen Abschnitten mit Couch und Fernseher und also Aufenthaltsraum auch für Raucher. Wobei das Rauchen haben die mittlerweile nach draußen verlagert. Da ist halt drin nicht mehr. Ja, auf jeden Fall wird halt separiert. Zwischen Alkoholiker, Junkies. Und Kiffer kommen auch noch zu den Alkoholikern oder zu den Junkies halt. Und dann gibt es halt noch die Station Intravenär, nee, wie heißt das nochmal? Nicht intravenös. Komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall gibt es halt eine Rippe, also so eine Auffangstation quasi. Falls du halt ohne Anmeldung kommst. Beziehungsweise ist auch mit Anmeldung. Aber ist dann halt nur zum Entgiften für 2 Wochen. Zum Stirn machen quasi. Und aber da kommen meistens auch halt die Notfälle halt rein, die halt, keine Ahnung, von draußen mit dem Krankenwagen reingebracht werden oder mit der Polizei. Ich habe auch Leute erlebt, die halt fixiert worden sind, die da in Handschellen gebracht worden sind und die halt eine Schlägerei hatten und so weiter und blablablub. Und auf jeden Fall, ja, heftiges Klientel auf jeden Fall, auf dieser Station. Also da möchte man nicht gerne lange verweilen. Wie gesagt, da sind die anderen Stationen schöner, die Station, die ist auch mehr. Also da kannst du wirklich nicht viel machen halt, weißt du, so ein bisschen lesen. Möglichkeiten zum Fernsehen gucken ab nachmittags. Ansonsten ist halt tagsüber laufen halt Visite meistens. Geht da Arzt halt rundum. Beziehungsweise die Ärzte, die sind zu mehreren.
Und auf jeden Fall Entgiftung machst du halt, wie gesagt, wenn du halt mit Alkohol ankommst, und kriegst halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese Medikamente heißen. Auf jeden Fall kriegst du da Tabletten halt und wirst halt damit hochgefahren und kriegst 6-7 Stück oder sowas. Irgendwas mit 250, 300 Milligramm, 500 Milligramm, irgendwie sowas. Und dann fahren sie dich damit rum wieder runter in den 2 Wochen. Setzt sie dich davon ab. Und dabei musst du halt auch den Alkohol, lässt ja natürlich dann weg, ne? Und dann danach bist du dann auf dich alleine gestellt. Und das ist das ja auch mit dem Suchtdruck und so weiter. Und damit hatte ich früher keine Erfahrung gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich so eigentlich noch nie wirklich Pause gehabt. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr am Rauchen. Und am Kiffen und am Trinken. Und ja, das Heroin, Kokain, das kam halt mit 21 halt dazu. Das war halt eine Sonderausnahme gewesen, ne? Den Kontakt, den ich hatte. Dumm gelaufen zum Schluss. Hab halt auch die ganzen Jahre halt getickt und so weiter und war am Hasseln gewesen quasi. Ne? Und hab gearbeitet, hab meine Ausbildung als Beton- und Stahlbetonbauer gemacht. Hab das auf jeden Fall alles soweit hinbekommen. Ohne Probleme. Wobei ich weiß, ich hätte bessere Noten machen können. Ne? Hätte ich auch aufgehört, aber ja, gut. Ne? Kennst es ja, weißt du, so, wenn du im Konsumieren bist und man konsumiert halt regelmäßig so, dann ist halt schon schwer halt einzustellen, ne? Wenn man es halt so gewohnt ist. Und ja, ich habe jetzt auch nicht mit dem Ballern aufgehört, ich habe jetzt noch was geholt gehabt, ein bisschen. Und er wird weiterhin halt, also jetzt wieder 4, 5 Tage Pause machen mit dem Ballern. Und auch mit dem Kiffen jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Pause machen, dass ich jetzt auch einen Zehner nicht mehr geholt habe, dann muss ich jetzt die nächsten 2 Tage klarkommen. Danach kiffe ich dann, danach nehme ich dann halt gar nichts mehr. Das habe ich mir aber auch schon in den letzten Monaten, letzten Jahre so angewöhnt, dass ich halt manchmal immer so ein paar Tage habe, wo ich mal halt Leerlauf habe und wo ich dann halt mich um mich kümmere und dann halt keiner Sucht nachgehe, außer dem Zigaretten rauchen und den Kaffee trinken. Kaffee trinken, das ist eine coole Idee. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist diese Psychiatriestation, da gibt es auf jeden Fall auch eine Forensik, halt für die ganz Gestörten und so weiter. Die werden dann auch mit Tabletten vollgepumpt oder mit einer Spritze halt. Kriegen halt so und so viel Milligramm. Und dann sind die eigentlich bewegungsunfähig und können eigentlich gar nichts mehr. Bis auf halt sich, so gehen die dann halt. Schaltet halt bestimmte Nervenzellen im Hirn aus, dieses Medikament, und macht die Leute halt, stellt die Leute halt ruhig. Persönlich habe davon noch nichts mitbekommen. Ein Medikament ist auch so ein Beruhigungsmedikament, aber ich nehme davon 37,5 Milligramm. Das kriege ich alle 2 Wochen halt gespritzt. Das ist eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich läppisch, ja. Ja. Was gibt es zu erzählen noch? Über die Psychiatrie. Wie gesagt, die Pfleger dort sind eigentlich im Grunde genommen ganz nett, ganz annehmbar. Sind Menschen wie du. Nur halt ohne Suchtproblematik oder bekannte Suchtproblematik. Natürlich auch ihre Süchte, so wie sie jeder hat. Aber die sind halt gelernt und kommen klar. Und bis jetzt habe ich eigentlich nur coole kennengelernt. Gab aber auch 1, 2, 3 Ausnahmen. Genauso wie Ärzte. Da gab es auch 2, 3 Stück,
da konnte man, hat man einfach halt gemerkt, weißt du, so, da fällt, weil die Chemie einfach halt nicht da war, weißt du, so, hat einfach nicht gepasst. Und dann gab es auch wieder einen Arzt, wir waren cool gewesen, mit dem konnte ich dann gut unterhalten und so. Und damals konnte ich mich dann halt auch rausquatschen und schreiben und so weiter, habe dann viel geschrieben, habe auch Therapie gemacht. Meine Ex-Freundin, die hat mich damals mit zur Therapie genommen und da habe ich halt angefangen, Therapie zu machen. Und das Ganze ging über 2 Jahre hinweg, 1,5 bis 2 Jahre. Dann habe ich auch stationäre Therapieeinrichtungen besucht und da versucht, clean zu bleiben und hat aber auch nicht funktioniert. Nach 3, 4 Wochen habe ich abgebrochen. War einfach zu straight. Ganze Tagesablauf und ja, dann auch, klar, der Suchtdruck halt. Ja, dann auch halt so das Bedürfnis, halt alleine zu sein und Privatsphäre, weil du liegst halt mit 4, 5 Leuten auf einem Zimmer meistens. Ja, musste ich da halt den Gegebenheiten anpassen. Und das war dann halt nicht so mein Fall gewesen. Ansonsten kann ich sowas eigentlich nur empfehlen, mal zu probieren, zu machen, wer halt Probleme mit Sucht hat und nicht zu Hause klarkommt, alleine und so. Damals hatte ich halt auch Phasen gehabt, und kam ich halt die letzten 2 Wochen, letzte Woche halt vom Monat, schon halt immer in Diskrepanzen gekommen mit der Kohle und musste gucken, wo ich dann was zu essen herkriege und so weiter. Und vorher konnte ich mir das eigentlich gut einteilen. War eigentlich alles okay gewesen. Ne? Ich fing erst an, als ich auf Heroin war. Weil da die Droge, die hat mich halt richtig runtergezogen. Die hat mich richtig zum Suchti gemacht. Ne? Zum Junkie halt. Ne? Und dann zum Suchtbolzen halt extrem. Ne? Und hat auch lange Jahre gedauert, dass ich diesen Suchtdruck runtergefahren habe. Ne? Das hat lange Jahre gedauert, bis das weg war. Ne? Dieses Gefühl auch halt, sich was im Arm zu haben und so und sich einen Druck zu machen. Und das hat lange Jahre gedauert, bis das weg war. Da hat mir halt Amphetamine haben mir halt geholfen und Gras rauchen. Am meisten die Amphetamine, weil die gaben halt einen Kick. Und damit war ich eigentlich befriedigt. Das hat mir gereicht. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur einen Kick. Das Heroin war ich auch nicht mehr so. Koks fand ich geil zu spritzen, weil herzschicht und so weiter. Und dann hast du auch ein bisschen Akustik und so und ja, so ein bisschen Hallo, so auf jeden Fall. Das ist ein lustiger Trip, aber gefährlich halt. Und wie gesagt, macht extrem süchtig, weil es auch ein extrem geiles Gefühl ist, halt, sich einen Schuss zu machen. Und halt so ein Cocktail, so gemischt halt, Heroin oder Koks, das ist halt schon auch ein cooler Trip halt. Und dann geht es dann rauf, runter und so. Und aber wie gesagt, so was, das ist auch ein teures Vergnügen. Koks und Heroin kostet viel Geld. Ja. Dann kriegst du auch nur gestreckte Ware. Scheißzeug. Also ich bleib lieber beim Gras rauchen, ne? Als wie Schoko oder Koks. Sich mal ab und an mal in die Nase ziehen, das ist schon okay. Passt schon. Oder die Platte ablecken. Ja, ansonsten halt, ja, wie gesagt, Psychiatrie. Wie gesagt, gibt es halt mehrere Abteilungen halt. Die haben auch für Frauen halt spezielle Abteilungen und so und auch für alte Menschen. Und haben jetzt schon so gut separiert und ja, ich war schon mit extremen Leuten auf einer Stube gewesen quasi, also unter einem Dach. Einmal war so ein Typ, der hatte auch so eine Narbe komplett irgendwie so im Hals rum, richtig so zack, 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 richtig Narbe. Und er war am Rumschreien, und ist da voll Agro gemacht und so. Und aber zu mir war er halt lieb gewesen, war er nett. Aber der hat schon Angst gemacht. Ne? Also man hatte schon das Angstgefühl bekommen, so bei dem in der Gegenwart, wenn der von meinem Raum betrat. Wah, 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 wah. Und dann kam er zu mir, dich kann ich gut leiden, bist guter. Ja, und keine Ahnung.
Mädels kennengelernt. Auch einmal dort gefingert, Alter. Also auch heftig, ja. Er hatte mich mit aufs Badezimmer gezogen, also komplett, komplett. Und dann haben wir uns ein bisschen befummelt auf dem Badezimmer. Dann habe ich schon den Biggie kennengelernt, die Brigitte. Die war auch Hammer. Ich da, saß da zur Aufnahme, saß ich draußen vor der Türe, hab mir eine Kippe geraucht, ja. Ging wieder rein, dann fuhr ein Krankenwagen vor mit Polizei. Und dann habe ich noch gehört, so, ihr kriegt mich hier nicht raus, ihr Wichser, bla bla. So krass, guck so, hab nichts gesehen, ne? Aber halt am Krankenwagen waren die am Montieren gewesen, halt die Bullen und, ne? Auf jeden Fall bin ich dann auf Station gekommen, saß da auf in der Raucherbude, saß da auch alleine. Und dann kam auf einmal mit dem Biggie rein, blondes Geschöpf. Hallo, ja, bla, ja, ich bin die Biggie und so. Und kurz gesmalltalkt. Und dann so, ey, kiffst du? Ich so, ja, manche sagen, sollen wir uns mal ein Kiffen gehen? Ne? Ich so, ja, klar, hast du was dabei? Ja, cool. Ja, dann haben wir uns das mal angepafft. Ne? Ich weiß auch nicht, wie die das reinbekommen hat, aber sie hat auf jeden Fall was dabei gehabt. Ne? Und dann haben wir halt miteinander abgehangen, jeden Tag halt so und sind halt rumgegangen und mal ein paar Körner rauchen und so. Ne? Wenn du auf eine offene Station kommst, es gibt die geschlossene Station und offene Station. Ne? Geschlossene Station, ja, ist halt abgeschlossen. Ne? Du kommst halt nicht raus. Ne? Jetzt machen wir, was du willst. Ne? Und die offene Station, da ist die Tür halt offen. Ne? Kannst halt runtergehen, für sich durchs Gelände laufen, zum Kiosk gehen, deine Bratwurst essen oder so. Halt, oder halt in den Park gehen. Ne? Sie haben halt einen riesen Park, ein riesen Gelände. Ne? In Düsseldorf. Ne? Ja. Und ja, wie gesagt, so, ja, geschlossene Station halt, ist geschlossen. Ne? Bist du drin? Ne? Geschlossene Station. Ja, habe ich mich am Anfang, habe ich mich auch wohl gefühlt auf der 13b. Krisenintervention, so nennt sich das. Krisenintervention. Das ist das, wo halt die Brandfälle hinkommen, die Leute halt, die spontan kommen und so. Ja, die anderen Stationen. Wie gesagt, gibt es halt noch für Alkoholiker. Kiffer haben die halt auch. Habe ich halt auch einen erlebt, der hat halt mit Kiffen mit Probleme gehabt. Hat es auch geben. Aber der wurde auch von anderen Seiten irgendwie halt auch ausgelacht und so. Und wie mit den Kiffen hast du Probleme und bla. Und was ist das denn, weißt du so. Und also, ne, nur die harten Fälle, weil da waren echt hartgesottene Leute dabei, die ich kennengelernt habe. Schwerstalkoholiker und Medikamentenabhängige vor allen Dingen auch. Und Junkies halt. Einen von der Presse habe ich mal kennengelernt, von der Rheinischen Post, Reporter. Der war ein cooler, witziger Typ, intelligent und konnte gut reden. Und mit dem habe ich mich auch gut unterhalten. Ne? Und ja, man bildet halt so seine Grüppchen halt, so, weißt du, so, dann hängen die mal mit denen und der mal den. Ne? So ist halt meistens irgendwie halt, und man vermisst sich ein bisschen. Ne? Ansonsten, Spaziergänge gibt es oft. Wird im Park halt gemacht. Ne? Abends halt, ne? Gibt es einen Rundgang. Ne? Gibt es Ausgang für eine Stunde, geht man dann spazieren. Ne? Auf jeden Fall auch ganz cool. Ne? Hat auf jeden Fall, war auf jeden Fall immer halt sinnvoll gewesen, wenn ich da war. Ich weiß, also für zwei Wochen halt, als mit Giften. Ne? Ja, nach der Zeit war es zu oft. Ja, jetzt seit 8 Jahren. Also das letzte Mal war ich vor 8 Jahren hier in Aachen. Kurze Medikamenteneinstellung. Wurde halt kurz auf Pillen eingestellt. Und hier in Alsdorf hat die mich auf eine Spritze eingestellt. Und jetzt kriege ich das Medikament gespritzt. Vertrage ich auch viel besser, mir geht es auch viel besser. Ich muss nicht mehr dran denken, Pillen zu nehmen. Ich muss halt alle 2 Wochen muss ich halt immer zur Klinik hin. Und dann kriege ich eine kurze Spritze in die Hüfte rein. Ja. So ist das halt. Jetzt habe ich 20 Minuten erzählt, oder?
Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ich habe jetzt auch alles erzählt, auch über Psychiatrie, was man so wissen sollte, auch über mich halt ein bisschen. Weiß ich, wer ein bisschen mehr über mich. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag, Alter. Genieß das Wetter. Die letzten sonnigen Tage, jetzt wird es auch langsam kalt. Ich merke es auch langsam an den Füßen hier, wird kalt. Die Kälte zieht rein. Der Winter kommt, beziehungsweise der Herbst. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Peace.